Servus Leute, was geht? Euer Masi ist wieder am Start, hier mit Kevin zusammen. Heute VfL gegen Erzgebirge Aue. Die Auer, kann man Auer sagen, Alter? Auer. Ja, die Auer haben, glaube ich, seit 2013 hier bei uns nicht mehr gewonnen. Und das wird auch heute so bleiben, ja? Und ich sag mal auf ein 3-1 heute und dann sehen wir weiter. Was ist dein Tipp? 2-1. 2-1 sagt er für uns, ne? Leute, es ist was extrem Krasses passiert, und zwar, ich war zufällig auf Zusammenfassung vom VfL auf der Suche, und dann habe ich einfach mal bei RTL Nitro gesehen, dass bei der Zusammenfassung einfach mal meine Abschnitte vom letzten Spiel zu sehen waren. Das war extrem witzig. Ey, das war eine richtig coole Aktion auf jeden Fall für den Jungs vom RTL Nitro. Ja, ich zeige euch das Video mal kurz. Sein sechstes Saisontor zur Freude von Blogger Matze. Alter, was ist das? Geiles Ding! Scheint das zu wissen. Ja! Ja! Mann, Alter, du bist der Beste, Junge! Niemand! Junge, du bist ein Fußballgott, Alter! Aber weil auch Osei Tutu ungeschickt gegen Agu agiert, die nächste Elfmeter-Herausforderung für den Fußballgott. Komm, Junge, prima! Niklas Schmidt guckt den Keeper aber aus. Das 1 auch im Osnabrücker Kühn steckt ein Elfmeterkiller. Er pariert gegen Bochums Skorbula. Der hält. Auf jeden Fall. Also, ihr könnt das Video auch komplett ohne Zensur, ohne gar nichts auf meinem Instagram-Channel, auf der Story-Timeline sehen. Und könnt ihr auch direkt da abonnieren, wenn ihr wollt. Weil ihr könnt jeden Montag, ist das glaube ich, 22.15 Uhr, wenn ich mich jetzt nicht falsch erinnere, auf RTL Nitro. Vielleicht sieht man sich ja öfters dort. Warum nicht? So, man weiß es echt nicht. So, jetzt sind wir aber gleich echt im Stadion. Ich freue mich auf das Spiel. Let's go. So, wir sind direkt am Stadion hier. Und der Kevin ist schon wieder mit dem Scheiß, mit einer scheiß anderen Mütze da, ey. Wir holen ihn jetzt eine neue Mütze. Das muss sein. Also, er kommt mit der Mütze nicht mehr da rein. Kölner Panthers, Alter. Kann sie irgendwo hinstecken. Junge, was? Gegen Tampa Bay gewonnen, du Lappen. Ja, Tampa Bay, bestes Team, Mann. So, wir gehen jetzt wirklich, also im Ernst, eine neue Mütze kaufen für ihn. Boah, such dir was aus, geht auf mich. Ich hab dem so gesagt, das geht auf mich, jetzt sucht er sich eine Mütze aus und an der Kasse gehe ich einfach weg. Sag mal, wie es aussieht. Schönes Ding. Bruder, 14 Euro. Voll gut. Ich, ne? Auf jeden Fall, Mann. Aber wenn ich das sage, so mein. Der so, komm mal her. Geil, Alter. Hätte ich ihm mal gesagt, Trikot. Schade. So, jetzt zieh mal an. Zieh mal. Ey, sorry, Mann. Ich geb dir das Geld, okay? Morgen oder so. Jetzt gehen wir aber rein, ne? Sollen wir mal eben... Ja, gehen rein. Nein, sollen wir noch ein Torwandschießen machen? Ich war fertig. Ja, komm, einen noch. Revanche. Vom letzten Mal. Revanche für die Mütze, genau. Holy moly, ey. So, let's go. Ja, sieht aber gut aus, ne? Passt. Heute leider nicht. Egal, nächstes Mal. So, wir sind ein bisschen spät dran. Die Mucke läuft schon. Der Herr Wurst. Vergiss einfach mal die Nummer. Geil. So, wir sind startklar. Jede Sekunde starten wir hier. Oh! Oh!
Ja, der hat so, so eine Rakete gelassen. Oh, Gamula, Junge. Schade, Mann. Keeper hält, wieder gut. Wirklich. Abschuss. Also die Anfangsphase ist echt lahm. Leider. Extrem komisches Spiel irgendwie. Also beide sehr harmlos. Da wird nur hin und her gespielt. Mehr nicht. Voll in die Mauer, Alter. Ich glaube, sein Kopf rollt noch. Einen Vogel abgeschossen, Alter. Krasses Ding, Mann. Ja! Was war das denn für eine Aktion? Abseits? Ey. Alter, sag ich in die Latte, ne? Ja, Mann. Ich hab den drin gesehen. Mann, komm, Junge, weiter so, komm! Boah, der Schiri muss echt aufpassen, dass er nicht zu viel zulässt, ey. Weil jetzt geht's schon richtig hin und her, ne? Mit den Faulereien und so. So, erste Halbzeit, Maus 0-0, leider. Echt schlecht von beiden Seiten. Gab's, glaube ich, zwei Aktionen insgesamt. Einmal der Lattenschuss von Blum nach einer Ecke. Ah, ne, nicht nach einer Ecke, nach einem Freistoß. Und, ja, und dann nochmal von Lucia, aber ansonsten nichts passiert. Ich hoffe, dass die zweite Halbzeit besser wird, ey, weil sonst sieht es dünner, sonst ist es ein Maus 0-0. Hey Kevin, schicke Mütze. Noch ein Vogel abgeschossen, Alter. Heute, aber ich glaube, wir haben auch hier 10 Schüsse aufs Tor, aber keiner war so richtig gefährlich. Ich würde mir wünschen, dass Winsheim mal mehr Minuten bekommt zum Zocken. Selbst wenn es Gambula ist, der raus muss, weil er spielt auch nur noch beschissen. Genau so, Alter. So muss man rangehen. Sauber, Bella Kotschap. Er hat zwar gedrückt, aber ich glaube, das reicht nicht für einen Elfmeter. Aber gerne nehmen wir es an, falls es der Fall ist. Thank you.
geiles Ding, Mann. Los hier! Boah, das ärgert mich voll. Ich habe das Tor leider nicht aufgenommen, ey. Egal. 1-0. Minute 63, Alter. Let's go. Ein Handspiel. Schon hart, ey, was er gemacht hat. Alter, was ein Ding, Mann! Weiter, Junge, komm! Minute, weil sonst würde ich sagen, sowas wird immer bestraft. Wenn du 1 gegen 1 nicht reinmachst. Egal, gleich ist vorbei. Kommt, Jungs, Mann. Haltet durch. Schön gemacht, zweite Halbzeit, hat sich gelohnt. Super. So, wir sind raus. Was ein Spiel. Hoch und runter ging es wieder. Erste Halbzeit leider sehr, sehr schwach von beiden Teams. Da gab es nur vereinzelt, ich glaube 2 oder 3 Einzelchancen so, mehr auch nicht. Zweite Halbzeit, wir sind besser reingekommen. Machen verdient das 1-0. Und ja, dann muss Aue natürlich alles nach vorne schmeißen, mit einem Mann weniger sogar. Und dann machen wir in der 90. Minute mit dem geilen Run von Zolli. Quergelegt, bam, Eigentor. Geil, so kann's weitergehen. 3 Punkte bleiben zu Hause. Wir sehen uns aber nächste Woche wieder beim nächsten Heimspiel. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.